I have been sick for the last week and therefore I didn't record any videos, but I spend lots of time on YouTube and I stumbled across this video and that and all of those where natives review Duolingo in their native language. And it turns out it's really fun to watch and it's really interesting to get some pointers here and there. On how to use those sentences, if they are correct, if the pronunciation is a little off, stuff like that. And because there isn't a video like that for German, I thought it might be really helpful for you. I know that some of you use Duolingo, and it's also fun and easy to film for me. And yeah, here we are. Let's start. Dann starten wir die Sache doch mal. Hier anfangen. Welche Sprache willst du lernen? Natürlich müssen wir auf Englisch gehen. So, I want to learn German. Wenn ich Deutsch kann, kann ich nicht Deutsch lernen. Gut, also ich möchte Deutsch lernen. Okay, natürlich kann ich schon ein bisschen Deutsch. Und wir machen den Test. My husband and my mother. Das ist nicht ein... Ja, das ist kein ganzer Satz, aber mein Mann, Mann und meine Frau. Meine Frau, genau. Und hier haben wir Mann. Was sage ich eigentlich? Mein Mann und meine Mutter, Mutter natürlich. Mann im Deutschen. Husband können wir... als Mann übersetzen, wir würden sagen Mann, aber Husband kann man natürlich auch mit Ehemann übersetzen. Also das hier ist eigentlich die bessere Variante, mein Mann zu sagen und nicht mein Ehemann. Genau, und natürlich Mutter und nicht Frau. Da habe ich zu viel gedacht, zu wenig gelesen. Kein Problem. Kein Problem. No problem. How much does the sunscreen cost? Wie viel? Wie viel kostet die Sonnencreme? Wie viel kostet die Sonnencreme? Sagt sie, ich würde sagen Creme. Wie viel kostet die Sonnencreme? Ich glaube, die meisten Deutschen sagen Creme und nicht nur Creme. Aber wir würden dich verstehen. Sehr gut, ein bisschen schwieriger. Das Konzert ist in Berlin. Das Konzert ist in Berlin. Okay, das müssen wir schreiben. Das Konzert ist in Berlin. Was ist Zar für ein Wort? Das ist definitiv kein deutsches Wort. Zar, okay. Das Konzert ist in Berlin. Was mich stört, ist, es gibt keinen Punkt oder ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Es gibt keine Satzzeichen. An apple cake without ice cream, please. Okay. Einen Apfelkuchen. Einen Apfelkuchen. Ohne. Ohne Eis. Eis. Bitte. Bitte. Hier gibt es schon wieder ein Wort, Etz. Was soll Etz heißen? Das sind nicht mal deutsche Worte. Einen Apfelkuchen ohne Eis, bitte. Genau, und hier fehlt mir auch wieder der Punkt. Hier gibt es ein Komma, ein Punkt, aber auf Deutsch nicht. Aber der Satz ist richtig. Anna und Marc, wollt ihr nächste Woche grillen? Sie... Sag das so ohne Satzmelodie. Mir fehlt die Satzmelodie. Anna und Marc, wollt ihr nächste Woche grillen? Das ist eine Frage. Also, Anna und Marc. Und Marc, wollt ihr nächste Woche grillen? Und jetzt fehlt mir eben das Fragezeichen. Es ist eine Frage. Und wir gehen mit der Stimme nach oben. Anna und Marc,
Wollt ihr nächste Woche grillen? Also, ja, es gibt keine Satzmelodie. Sie redet immer nur blablabla, Anna und Mark. Das finde ich etwas schade. Es klingt nicht natürlich. Oh no, what time is it? Sollen wir wirklich oh nein sagen? Oh. Nein. Oh nein. Interessante Stimme. Oh nein. Wahrscheinlich, wie spät ist es? Ja. Wie spät, ist es? Aber eigentlich müssten wir übersetzen, wie viel Uhr ist es? Oder welche Zeit ist es, können wir nicht sagen. Aber wir können sagen, wie viel Uhr ist es? Oder wie spät ist es? Also es gibt zwei Varianten, wie wir diese Frage stellen können. The witch Nina has one eye and is friendly. Okay, alles klar. Also, die Hexe Nina. Die Hexe Nina. Hexe? Wer sagt denn Hexe? Die Hexe. Die Hexe Nina. Ist. Ach nein, hat. Ich muss es andersrum machen, oder? Hat. Hat. Ein Auge. Ein Auge. Und. Und es ist freundlich. Freundlich. Die Hexe Nina hat ein Auge und ist freundlich. Genau. Oh, was? Nein, doch, stimmt. Sind Kekse Gemüse? Sind Kekse Gemüse? Tja, gute Frage, hä? Are cookies vegetables? Sind Kekse Gemüse? Manche Kinder wünschen sich das vielleicht. Haben Sie eine Frage für mich? Gute Frage. Gute Frage. Haben Sie eine Frage für mich? Do you have a question for me? Aber warum würdest du fragen, ob du eine Frage hast? Linda cleans her apartment often. I am messy. Okay, Linda. Linda putzt. Oh. Sie ist nicht gut gelaunt. Sie ist schlecht drauf. Linda putzt. Die Wohnung. Die Wohnung. Oft. Ich bin unordentlich. Also, hier gibt es auch ein Problem. Oder ich finde, es gibt ein Problem. Mir fehlt das Komma. Es sind zwei Sätze. Linda putzt die Wohnung oft und ich bin unordentlich. Es sind zwei Sätze und ich brauche einen Punkt oder ein Komma. Wie im Englischen. Hier ein Komma. Also, mich stört es, dass es keine Satzzeichen gibt. Ö ist kein Wort. Male ist ein englisches Wort. Und mach ist auch kein Wort. Das könnte vielleicht auch male heißen. Also ich male mit einem Stift. Ich male etwas. Und mach, ja, wir können sagen mach, aber das ist umgangssprachlich. Also die Worte hier unten sind manchmal etwas komisch. Aber ja. Ich bin nicht deine Mutter, mach dein Bett. Ich bin nicht deine Mutter, mach dein Bett. Okay, to put this sentence into context, it would make much more sense if we would say, ich bin nicht deine Mutter, mach dein Bett selbst oder mach dein Bett doch selbst. I am not your mother, make your bed. Sehr wichtiger Satz, offensichtlich. Keine Ahnung. Auch hier das Komma fehlt. Where are you going with your bottles of beer? Oh ja, wahrscheinlich das Mineralwasser. Wohin gehst du mit deinen
Flasche Bier. Genau, hier können wir sagen, wohin gehst du mit deinen Flaschen Bier? Oder wir können sagen, wo gehst du mit deinen Flaschen Bier hin? Also das wohin können wir auch teilen, vorne und hinten. Das ist eine zweite Variante für diesen Satz. Gut, weiter geht's. Oh, ein sehr leichter Satz. Sie schreibt. Schreibt. Was ist tig für ein Wort? Das ist eine Silbe wie richtig oder wichtig, aber tig ist kein Wort. Das stört mich. Kannst du bitte mit mir zur Botschaft gehen? Oh, sie spricht schnell. Kannst du bitte mit mir zur Botschaft gehen? Warum? Can you please go? Do I have to keep the structure this way? Muss ich die Worte genau in der gleichen Reihenfolge lassen? Okay. Playing soccer is sometimes dangerous, but not always. Ja, von mir aus. Kommt darauf an, mit wem du Fußball spielst. Manchmal ist Fußballspielen gefährlich. Aber nicht immer. Genau, und hier haben wir, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Im Englischen haben wir das sometimes here. Im Deutschen, ich würde es nach vorne setzen. Also manchmal ist Fußballspielen gefährlich, aber wir können auch sagen, Fußballspielen ist manchmal gefährlich. Also es gibt wieder zwei Versionen, zwei Varianten. Mal schauen. Ja. Ah, hier, genau. Eine andere richtige Lösung. Fußballspielen ist manchmal gefährlich. Also, hier hast du es. Hier sagt er, es gibt zwei Lösungen. Das ist gut. Ich trage meine Brille nicht. Wo steht die Polizistin? Ich trage meine Brille nicht. Wo steht die Polizistin? Okay, du kannst offensichtlich gar nichts sehen ohne deine Brille. Not wearing my glasses. Where is the police officer standing? Ja, und hier vielleicht noch, my glasses ist Plural, aber meine Brille ist Einzahl. Also wir haben nicht Plural für zwei Gläser, sondern eine Brille. Eine Brille, die Brille. Genau. Ach doch, ich dachte schon, es ist falsch. Und ich dachte, was? Good afternoon, Mr. Löw. Can I come in? Okay, das heißt, wir nehmen Namen aus dem Fußball. Joachim Löw war sehr lange Fußballtrainer, Bundestrainer. Guten Abend. Guten. Oder guten Tag. Okay. Tag. Guten Tag. Herr Löw, kann ich. Herr Löw? Wir würden nicht Herr Löw sagen. Ja, es ist ein W, aber wir würden sagen Herr Löw. Also mit einem F im Prinzip. Herr Löw, kann ich reinkommen. Genau. Und guten Tag, ja, ihr lernt alle guten Tag, aber so oft sagen wir nicht guten Tag. Das ist schon sehr formell. Go to the drugstore and buy soap. Okay. Geh in. In den Drogeriemarkt. Und kauf. Seife. Seife. Okay, zwei Dinge hier. Eine Aufforderung.
Geh in den Drogeriemarkt. Kauf Seife. Ja, das ist eine Aufforderung, aber das sagen wir nicht oft. Es ist unhöflich, wenn wir so sagen, geh und kauf und mach und keine Ahnung. Bezahle. Es ist viel schöner, wenn wir sagen, kannst du bitte gehen, kannst du bitte kaufen oder ja, kaufe bitte, können wir auch sagen. Aber so kauf, ja, es ist ein bisschen komisch. Und Drogeriemarkt, ja, es ist ein Drogeriemarkt, aber ich kenne niemanden, der Drogeriemarkt sagt. Meistens sagen wir DM oder Müller oder Rossmann, also wie der Drogeriemarkt heißt. Ja, wir sagen auch nicht Supermarkt, sondern wie heißt der Supermarkt? Aldi oder Lidl, Rewe, Edeka. Wir sagen den Namen und nicht Drogeriemarkt oder Supermarkt. Das ist, ja, ungewöhnlich. Was? Was habe ich geschrieben? Oh, ich habe den vergessen. Ja, geh in den Drogeriemarkt und kauf Seife. Natürlich. Duolingo hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe zu viel geredet, zu viel gedacht. Hier fehlt das den. Richtig. Geht ihr an Silvester zu eurem Sohn Tom und Karl? Ach, Karl sollte das heißen. Karl. Okay. Geht ihr? Es ist wieder wie ein Satz. Aber eigentlich ist es eine Frage. Geht ihr? Das muss wie eine Frage klingen und nicht wie nur wie ein Satz. Geht ihr an Silvester zu eurem? You can keep the sentence like this, but it would be better if it was zu euren Söhnen, because actually there are two names, so it should be plural. Er sagt Karl, aber es müsste Karl heißen, es ist eine Frage. Das stört mich. Aber ich glaube, ich habe jedes Wort. Ja, es ist richtig. Sehr gut. Rede nicht so viel und hilf mir. Ja, das ist ein guter Satz. Don't talk so much. So much. Don't talk so much. And help me. Rede nicht so viel und hilf mir. Don't talk so much and help me. Sehr gut. Jetzt sind wir bei Mr. Klinsmann. Also definitiv Namen aus dem Fußball. Okay, alles klar. Das ist genau der gleiche Satz. Den hatten wir schon. Guten Tag, Herr Klinsmann. Klinsmann. Niemand sagt Klinsmann. Er heißt Klinsmann. Guten Tag, Herr Klinsmann. Kann ich reinkommen? Sehr schön. The festival was really fantastic. Das Fest war. Und jetzt ganz fantastisch. Ganz. Okay. Fantastisch. Also wenn ich es frei übersetzen müsste, ich würde auch Festival sagen. Das Festival war wirklich fantastisch. So würde ich sagen. Das Fest, ja, können wir sagen, aber Fest würde ich eher mit Celebration übersetzen oder Party. Eher sowas. Und Festival würde ich als Festival lassen. Und really, ja, wir können ganz sagen, aber ganz fantastisch hört sich, ja, ganz fantastisch passt nicht ganz. Ich würde wirklich fantastisch oder total fantastisch. Ja, vielleicht so etwas. Was sagt Duolingo? Nicely done. Okay. It's going well for my sister. She's studying in Berlin. Okay, da bin ich gespannt. It's going well for my sister.
Ich habe das Gefühl, das klingt sehr englisch. Okay. Meiner Schwester geht's gut? Meiner Schwester geht's gut. Okay. Sie studiert in Berlin. Genau. Studying und studiert. Ja, in diesem Kontext stimmt es. Aber wenn du studying im Sinne von studying for an exam, dann ist es nicht studieren. Achtung, dann ist es lernen. Sehr wichtig. Ein großer Fehler. Den machen sehr viele. Studying ist nicht immer studieren. Und meiner Schwester geht's gut. I think that's not the same thing then. It's going well for my sister. It's more like my sister is well. Aber, okay. What did you speak with Nina about? Ist dieser Satz in Englisch so richtig? Ich finde, das hört sich komisch an. Aber gut, ich bin kein Muttersprachler. Worüber hast du mit Nina gesprochen? Worüber hast du mit Nina gesprochen? Ja. Das passt, bis auf die Aussprache. Ist das deine Frage? Worüber hast du mit Nina gesprochen? Aber okay. Oh, wir sind fertig. Er lädt. Laden, laden, laden. Juhu! Und jetzt, was passiert, wenn ich Continue mache? Yay! Ich habe den Deutschkurs bestanden. Super! So my final thoughts about Duolingo, I think it's fun. I'm not sure how useful those sentences are. What I hate about Duolingo is that the pronunciation doesn't reflect the meaning of the sentence. I know those are computer-generated voices, at least that's what it sounds like. So yeah, it's hard to mimic a natural melody. But yeah, it's just not transporting the meaning of the sentence, especially if it's a question. And I'm also missing the punctuation. I think that's a big thing that you should just include from the beginning and learn correctly, because that's not something you have to memorize in any kind. If you just see it correctly all the time, then it would help, I guess. That's my opinion. Also the thing, when there are different versions that you could translate those sentences, you always have the words down there. I'm not sure if you're gonna get to a level where you're just typing and not selecting the pre-written words. That might be better. At least that's what I think. It's also harder to correct, of course. But yeah, that's just how a language is like. That you almost always have multiple ways to convey one message. And I think that's why it's so important to have authentic input where people are speaking that language and using different words or phrases and forms of those words to convey the same message. I know this video was different from my normal content. Please let me know in the comments if you like this kind of review, reaction, explanation video. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich finde es klasse, dass du Deutsch lernst. Und am Freitag bin ich zurück mit einem Video für dich, um Deutsch zu lernen. Mach's gut, bis dann. Tschüss.